Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu NecroVision. Wow. 3. November 1960. Ja, die Herausforderungen lasse ich jetzt mal aus. Es ist seltsam. Und wir spielen einfach mal das letzte Level. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Naja, halt die Klappe. Und ich denke, es werden nicht mehr als 3 Folgen noch sein. Oder vielleicht 4 maximal. So, erstmal heißt es nochmal fliegen. Wir sind neu. Ich kann Dämonenblut riechen. Dies ist Azazels Domäne. Er ist ein mächtiger Krieger. Ehemals ein Engel in dem Reich, was ihr Himmel nennt. Er führte einen Aufstand gegen seinen Schöpfer. Nachdem er den ersten Mann erschuf. Azazel wurde für seine Verbrechen in die Unterwelt verbannt. Also der Teufel. Kann er im Kampf getötet werden? Ja, aber er wird nicht einfach so verschwinden. Du hast niemals meinen Gegner solcher Größe getroffen. Zum Glück bin ich an deiner Seite. Zusammen haben wir die Stärke, ihn zu töten. Genug geschätzt. Wir müssen einen Halbgott töten. Ah ja, okay. Also wir müssen den... Naja, Halbteufel töten. Oder so ähnlich. Hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt eigentlich noch weiter mit ihm, mit dem coolen Drachen hier rumfliegen. Betrachte deine Sünden als vergeben. Oh, ich denke, das wird auch nicht so lange mehr gehen und wir haben das gleich hinter uns. Will ich zumindest hoffen. Weil ich möchte eigentlich mal wieder richtig schießen. Na, das ist auch ein Lande... Nee. Ist das ein Landepad? Nein. Landepad, was heißt... Das wird eine interessante Herausforderung. Und es steht geschrieben, dass der Sohn des Feuers sein Leben nicht dem Sohn der Erde geben wird. Ich sprach diese Worte vor unzähligen Jahren. Und nun werde ich Zeuge der Allianz des Verräters mit dem schwachen Menschen. Niemand von euch versteht die Konsequenzen eures Handelns. Ihr seid Kinder. Eure Leben ohne Bedeutung. Es ist euer Schicksal, euch mir anzuschließen. Kniet vor meiner Anmut oder verschwindet. Okay, der Typ ist leicht eingebildet. Angebot, aber wenn es dir egal ist, lehne ich ab. Du bist ein wenig hinterher, Kamerad. Die Dinge haben sich etwas verändert, nun wo ich mitspiele. Deine Zeit ist vorbei. Du hast vielleicht Nagas Leute umgebracht, aber wir Menschen sterben nicht kampflos. Du bist nur eine leere, verdammte Seele. Hell nun, danke. Fluffy. Aber ich muss ablehnen. Du bist dem Geschehen weit hinterher, seit ich die Bühne betreten habe. Warum sagt er zweimal, dass er ablehnen muss? Das macht keinen Nagas Sinn. Nagas Welt mag nicht mehr bestehen, aber unsere tut es. Ich werde dich und deine Marionetten töten. Deine Worte bedeuten mir nichts, du leere, verdammte Seele. Ach, okay. Endboss? Also ist das der letzte Boss? Wow. Was geht ab, Mann? Was? Kriegt man aber ganz gut Schaden gegen den. Hätte ich gedacht, dass ich mit dem Drachen auch noch den Endkampf bestreiten muss hier. Hier fliegen ziemlich viele. Hier fliegen eine Menge Scheiße rum. Ich verliere gerade so ein bisschen die Kontrolle, die Koordination. Also mit dem großen, also immer wenn ich ihm mit dem zweiten Feuer muss und dann nur, also mit dem Feuerball, bringt das nichts. Oder, weiß nicht, bringt das was? Er stößt mich scheinbar auch so weg. So, Kollege, wo bist du denn jetzt? Macht auf jeden Fall ziemlich viel Schaden, wenn ich ihn abfackel. Das kann es ja nicht gewesen sein eigentlich. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen langweilig. Ah, ich bin fast tot, ey. Fällt mir gerade mal so auf. Ach, muss ich diese Ketten vielleicht abmachen? Der ist doch gerade einer runtergefallen. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier tue. Ich weiß nur, dass ich gerade verdammt wenig Leben habe. Was zum Teufel? Okay, das wird schwach. Das wird knapp. Fuck.
Okay, wir laden nochmal und diesmal machen wir es richtig. Ich denke mal, ich muss diese ganzen kleinen Viecher vielleicht wirklich erledigen, weil sonst machen die zu viel Schaden insgesamt. Nächste Runde. Außerdem kann ich ja dadurch Zorn aufbauen und das macht ja dann dadurch wieder ein bisschen mehr Schaden. Ich kann die Dinger tatsächlich runterschmeißen oder töten oder zerstören. Ich mach das einfach mal. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Keine Ahnung. Haben wir wieder ganz viel Kleinvieh auf jeden Fall hier. Und hier ist Leben. Ich glaube, eben habe ich gar kein Leben eingesammelt wieder zurück, weil das war irgendwie ziemlich dämlich von meinerseits. So. Alles abfackeln, alles abfackeln, alles abfackeln. Ah, stirb du Hurensohn. Ich weiß nicht mehr, wer gut oder böse ist. Aber ich bin der Typ. Na, halt die Klappe, Daniel. Nein, er heißt nicht Daniel, verdammt. Oh. Irgendwie verliert der Typ auch die ganze Zeit am Leben. Vielleicht muss ich wirklich nur die ganzen kleinen Viecher erstmal erledigen. Oder es liegt daran, dass ich diese Ketten runterschmeiße. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bin echt eine Menge beschäftigt mit diesem... kleinen Mistviechern hier. Na? Alter, wie viele kommen denn da noch? Hört so immer auf? Ich glaube nicht. Aber er verliert auch die ganze Zeit an Leben. Vielleicht liegt es wirklich an den Ketten. Oh, oder es liegt an den Gegnern, die ich töte. Ich habe keine Ahnung. Hm, wieder volles Leben. Oder ich muss ihn doch direkt angreifen. Ich weiß nicht, so verliert er... Jedes Mal, wenn er so einen Gänse-Monster-Generierer macht, dann verliert er Leben scheinbar. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade mache. Ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Hauptsache, dass er stirbt. Und dieses grausige Spiel hat langsam sein Ende erreicht. Ich meine, so viel kann er nach diesem Kampf nicht mehr kommen. Aber ich denke, gleich kommt nochmal eine richtige Kampfpassage oder so. Weil wäre irgendwie blöd, weil ich ja eben eine Herausforderung hätte machen können, die ich ja verkackt habe. Wo ich dann nochmal was bekomme. Hä? Nee, Moment, ich hatte eben noch viel mehr Leben. Wieso bin ich hier gerade gestorben? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich bin gerade einfach draufgegangen. Ich meine, ich hatte mehr als genug Leben noch. Hör auf damit. Ich habe keine Ahnung. So, erstmal die ganzen Ketten mal hier abmachen. Und da kriegt er ja scheinbar Damage. Aber es kann auch sein, dass er da einfach nur Damage bekommen hat, weil er jetzt in diesem Moment wieder Viecher beschworen hat. Beschworen hat. Aber diese komischen Kugeln kommen ja auch wieder. Ich sehe gar nichts. Geil. Scheinbar weh. Also vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr aktiver auf ihn drauf gehen. Ja, scheint doch zu klappen, wenn ich ein bisschen mehr auf ihn drauf gehe und weniger
diese ganzen kleinen Troll-Fledermaus-Reiter. Wo sind der überhaupt? Ich sehe ihn gerade. Ah, da. Cool, dass er leuchtende rote Kugeln auf den Untergrund schmeißt. Ha? Jetzt geht's hier richtig los. Fluffy ist erledigt. Okay, er killt seinen eigenen Fluffy. Das ist hart. Und jetzt muss ich mich um den kümmern, oder wie? Jetzt wird mal richtig Job gemacht hier. Irgendwie so leichte Soundprobleme hier gerade. Und leichte Lebensprobleme, wie ich anmerken möchte. Ist vielleicht auch nicht gerade die beste Waffe, so ein alter Raketenwerfer. Granatenwerfer. Frage ist, wie viel kommen hier? Hört das auf? Bis ich an diesen Typen mal angekommen bin? Ja, schauen wir schon. Na, ist euch hinter mir. Und tschüss. Sag mal, ich jetzt mal Ruhe im Karton. Was sind das überhaupt für Viecher? Die hab ich noch nie gesehen gehabt, oder? Ja, Alter, kann ich bitte mal zum Endboss kommen hier? Nee, hier kommen noch mehr. Ich halte es für sinnvoll, vielleicht die erstmal zu erledigen, bevor ich mich dann mit dem Boss anlege. Und so viel können wir echt nicht mehr kommen. So, ich komme schon wieder ein bisschen weiter. Und da kommt er langsam. Ja, ich bin da. Und ich mache auch ihm direkt so Schaden, ohne irgendwas Dummes zu tun. Ah. Alter, der hat gesessen. Der Typ ist gefährlich. Schmeißt er mich gerade mit Dolchen ab? Oder Schwertern, Speeren? Ja, und ich habe keine Munition mehr für meine... Geil. Ja, wie soll ich den... Alter, wie soll ich den Dingern denn ausweichen? Ich weiß nur, dass ich gerade so richtig wenig Leben habe und irgendwie auch kein Leben finde hier. Verdammt! Boah. Mit dem Flammenwerfer komme ich ja auch nicht gerade viel weiter. Aber ich kann hier runtergehen. Scheinbar. Ich muss gar nicht hier oben stehen bleiben. Ich dachte hier, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann verrecke ich. Und das war ein geiler Sprung gerade meinerseits. Boah. Scheiß soll. Boah, Alter. Ja, das macht Schaden. Wow. Alter, what's going on? Achso, das ist ein Sprungfelder. Jetzt sehe ich die erst gerade. Hab die gar nicht beachtet. Bin sehr schlecht in der Auffassungsgabe hier gerade. Gerade Zeitlupe aktiviert, nicht wundern. Na komm, das kannst du nicht gewesen sein. Es ist aus, mein Hübscher. Wie schmeckt die Niederlage?
Es kann nicht aufgehalten werden, hörst du? Kein Dämon, kein Monster ist stark genug. Wer ist der Nächste? Nur ein Dämon steht noch gegen uns. Der König der Teufel. Hallo, ich kann nichts machen. Mephisto selbst. Ach, jetzt kommt der richtige Teufel. Okay, Azazel ist tot. Und was jetzt? Muss ich jetzt... Es geht wirklich noch weiter. Es geht noch weiter. Aber der Typ ist tot. Das ist gut. So, mal schön ein Level anmachen. Nun sterbe ich. Aber du wirst mir bald folgen. Na, Rechtschreibfehler. Es ist keine Hoffnung, Mensch. Alles Leben. Alles Untote. Fleisch und Knochen. Vampire. Dämonen. Menschen. Ihr werdet freudige Sklaven meines Meisters Mephisto werden. Noch halt die Klappe. Oder die Feuer der Hölle werden euch verschlingen. Das wird nie passieren. Schade, dass du nicht mehr lebst, um mitzubekommen, wie ich deinen Meister töte, genau wie dich. Du verstehst immer noch nicht. Du hast so viel von der Hölle auf Erden gesehen. Und du verstehst immer noch nicht. Ich sterbe hier. Aber ich werde auferstehen hinter den Toren der Hölle. Ewig und unendlich. Und du wirst mir dorthin folgen, Schattenkrieger. Du kannst das Portal nicht schließen, ohne einen Fuß in die Hölle zu setzen. Ah, okay, so ein bisschen Painkiller-mäßig. Und aus der Hölle gibt es kein Entkommen. Vielleicht hast du recht, aber ich gehe diesen Weg zu Ende. Ich tue, was getan werden muss. Wenn das Opfer bedeutet, so sei es. Diese Worte sind leicht zu sprechen, Mensch. Bald. Bald wirst du deine närrische Angeberei bedauern. Von einer Hölle in die nächste. Dort wird es enden. Okay. 13. Dezember 1916. Naja, es tut mir leid, nochmal wieder. Mama. Ich habe versucht, meine Männer zu führen, aber sie verstehen nicht, dass Krieg auch Opfer bedeutet. Ich habe Schreckliches mit angesehen, aber ich zweifle nie an unseren Führern. Unsere Truppen sind aufgeregt. Sie haben etwas über ein neues Gerät gehört, das uns helfen soll, den Kampf zu gewinnen. Und ich habe... Ortmurkant, Zeitmurkant, finde ich gut. Ein finaler Kampf vor dem letzten Duell. Wir müssen den Gefallenen finden. Den Eidbrecher. Den dunklen Lord. Ihr müsst ihn herausfordern. Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also geht's doch noch weiter. Aber wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder, weil das war erstmal perfekt. Eine Folge, eine Mission, ein Level. Perfekto. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.